Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unterwegs. Reisen, Wandern und Fotografieren. Heute mal in einem etwas anderen Hintergrund. Ich befinde mich hier mit dem Auto unterwegs, mit Inder, und zwar in Georgien. Das ist ein Mietwagen und wir reisen jetzt durch Georgien entlang der georgischen Heerstraße. Wir sind jetzt eigentlich ziemlich am Ende der georgischen Heerstraße. Und zwar an Stephansminder an der Gergeti-Kirche. Und in der heutigen Sendung möchte ich einfach euch stückweise mitnehmen auf dieser georgischen Heerstraße. Für mich eine der schönsten Straßen, die in die Berge hineinführt. Sie führt von der Hauptstadt Tiflis bis ins russische Vladikavkaz, was dann hier da hinten liegen müsste. Also irgendwo da hinten liegen müsste. Ja, wir sind jetzt nur noch so ca. 10 Kilometer von der Grenze zu Russland übrigens entfernt. Die ganze georgische Heerstraße ist, glaube ich, 213 Kilometer lang. Und dieser Hauptteil ist also von der Hauptstadt Tiflis bis hierhin Stephansminder bzw. bis zur Grenze. Ja, und entlang dieser Hauptstraße gibt es einiges Dinge zu sehen. Wenn man selber ein Auto sich mietet, kann man mit dem Auto selber lang fahren. Autofahren in Georgien ist anstrengend, aber machbar. Aber dazu mehr jetzt in dieser Sendung. Also ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Jetzt hier in Georgien. Wieder mit Mundschutz befinde ich mich hier in Tiflis, der Hauptstadt, an der Meteri-Kirche mit wunderschönem Blick auf die Altstadt. Wir haben hier drüben den Fernsehturm, wir haben drüben das Schloss, die Seilbahn, die seit einigen Jahren da hochfährt und eine schöne Aussicht hat. Und das Besondere an dieser Stelle ist, deshalb liebe ich sie sehr, die symbolisiert auch ein Stück weit dieses Leben der Georgier, die Einstellung der Georgier, die sehr freundlich allen gegenüber sind. Wenn wir jetzt mal rüberschauen, wir haben hier drüben eine armenisch-orthodoxe Kirche, eine georgisch-orthodoxe Kirche, dann noch eine georgisch-orthodoxe, ich glaube da nochmal armenisch. Das muss ich gerade suchen. Das brennt, beziehungsweise man hat ein Häuser davor gebaut. So ungefähr da drüben. Hier so quer, also gleich neben der orthodoxen Kirche, ist eine jüdische Synagoge. Und hier drüben findet man gleich eine aserbaidschanische Moschee. Also man sieht, wie Religionen hier einmal friedlich zusammenleben und wie dieses Zusammenleben auch funktioniert. Und das ist etwas, was mich hier im Tiflis ganz besonders fasziniert. So, ich stehe hier auf Mentarsminder. Das ist der Berg, auf Deutsch übersetzt der Heilige Berg. Liegt daran, dass früher bei Kriegen und so weiter die Toten gleich hier drunter beerdigt worden sind. Also das hat man als der Heilige Berg genannt, wo dann auch nachher der Fernsehturm draufsteht. Also da hinter dem Gebäude. Also sieht man nach oben, sieht man die Spitze rausgucken. Genau. Wir genießen jetzt hier oben noch die Aussicht und dann gucken wir weiter in der Stadt rum. Tiflis ist eine schnell wachsende Stadt mit heute über 2 Millionen Einwohnern. Sie ist in ständigen Veränderung und im Wandel.
Neue touristische Attraktionen werden gebaut, um noch mehr Touristen aus aller Welt anzuziehen. Nicht nur touristisch, sondern auch kulturell ist diese Stadt sehr sehenswert und man sollte ruhig mehrere Tage einplanen, um diese Stadt zu besuchen. Die ursprüngliche Kirche aus dem 6. Jahrhundert und ist an der Stelle erbaut worden, wo die Prophetin damals, eine Prophetin hier gelebt hat und die Frau des Königs geheilt worden ist. Und dadurch ist dann auch in Georgien das Christentum ausgerufen worden. Ja, an dieser Stelle ist diese Dschwari-Kirche oder Kreuzkirche genannt, mit der man dann auch einen schönen Überblick hat über Mitzretta, über die alte Hauptstadt, die gleich hier drüben unterhalb liegt. Ja, wir schauen uns das mal jetzt gemeinsam an. So, ordnungsgemäß natürlich mit Mundschutz, obwohl es hier nicht so zwar die Gesetzlichkeit gibt, aber wie viel ist in Georgien scheinbar nur optional. So, hier sieht man die Kirche jetzt. Das alte. Hier ist das Zentrum, auch das ortodoxe Glaubensbild. Mit und dann, wie gesagt, weiter unten dann, gehen wir gleich mit Zretter. Hier drüben dann, da ungefähr, sieht man das Battistre Valley, die alte Kirche, die Tempelanlage in Nest, nicht Nest hier, die alte Tempelanlage in Mitzretta. Mitzretta ist die alte Hauptstadt des Iberischen Reiches. Die Geschichte geht bis weit vor der Geburt Christi zurück. Es wird eine der ältesten, dauerhaft besiedelsten Städte der Erde und gehört somit auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. So, hier sieht man auch die, auch hier unten die alte Hauptstadt und hier die Straße. Geht hier hoch bis zum Autobahnkreuz und dann geht es dahinter Richtung Stephansminder. Ja, vielleicht noch ein kleiner geschichtlicher Fakt zu dieser Stelle hier oder zu diesem. Zu dieser Kirche. Die Kirche, man sagt, dass, also wie gesagt, das ist eine Überlieferung, der Sage nach, dass damals das Gewand von Christus, nachdem er gekreuzigt worden ist, von einem römischen Soldat hierher gebracht worden ist und dieses Gewand jetzt unterhalb der Kirche liegt. Die alte Kathedrale ist Battistre Valley stammt ursprünglich aus dem Jahr 1010, die jedoch im Rahmen eines Krieges zerstört wurde und im 15. Jahrhundert erneut aufgebaut worden ist. Allgemein geht die Geschichte von Mitzretta bis ins Jahr 1000 vor Christus zurück. Hallo, heute ein kurzes Tutorial, wie man einen Sonnenstern fotografiert. Ich sage kurz, es ist schönes Wetter, ein schöner Baum und da oben kommt die Sonne durch.
Ganz kurz vielleicht zum Hintergrund. Sonnenstern kann man deshalb machen, wenn wir in den manuellen Modus gehen, oder zumindest in den Modus gehen, um die Blende einzustellen. Wir brauchen eine hohe Blende. Niedrige Blendenzahl heißt, Blende ist also weit geöffnet. Hohe Blendenzahl ist, die Blende schließt sich immer mehr. Und aufgrund dieser Schließung der Blende und der Form, wie der Blende ist, strahlt, kommt das Licht anders durch und es sieht aus wie ein Stern. Und deshalb wird am Schluss ein Sonnenstern fotografiert. Und deshalb, ich habe jetzt meine Kamera eingestellt. Blende von 22, ISO 400. Und dann gucke ich, wie die Belichtungszeit ist. Und dann werde ich jetzt meinen Sonnenstern fotografieren. Dazu gehe ich am besten hier in die Hocke, weil ich will von unten nach oben durch den Baum durch fotografieren. Günstig ist, wenn man klappt, das B hat zum Ausklappen. Und jetzt hier Blende 22. Belichtungszeit habe ich jetzt ein 50. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Sonne ist. So, und dann mache ich einfach ein Foto und einfach mal einen schönen Sonnenstern. So, ganz einfach, ganz schnell ein schönes Foto mit der Sonne im Baum, Sonnenstern. Übrigens, solche Fotos kann man auch machen. Abends im Dunkeln, wenn die Laternenlampen sind, auch für auch eine hohe Blendenzahl gehen, dort auch Fotos machen. Und so hat man auch diese Lichter, die schön so wie ein Stern leuchten. Gut. So ist. Hier bin ich übrigens an der Unuri in der Bergkirche und gucken, was wir jetzt noch für schöne Fotos hier machen können. So, willkommen auf der georgischen Heerstraße. Ich bin mit dem Mietwagen unterwegs. In Georgien kann man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, relativ preisgünstig, oder man mietet sich selber eins. Wenn man sich selber ein Auto mietet, sollte man ein was bedenken. Wie viel habe ich jetzt die letzten Tage gesagt? Die Verkehrsregeln sind optional. Das heißt also, wenn da Überholverbot ist, wird trotzdem überholt. Auf zwei Spuren werden es fahren vier Autos. Oder die Geschwindigkeit wird auch nicht ganz so eingehalten. Aber ansonsten, im Großen und Ganzen, muss man sagen, hat sich der Verkehr in den letzten Jahren auch schon gebessert von den Einhalten der Regeln. Also früher waren es da fünf Autos nebeneinander auf zwei Spuren. So, generell vielleicht noch zu sagen, Mietwagenfirmen. Mittlerweile sind die Mietwagen auch bei den kleinen Firmen versichert. Es gibt ein neues Gesetz seit letztes Jahr, wo man die Autos auch versichert sind. Das war früher nicht so der Fall. Die Straßenverhältnisse sind zum Teil gut. Es gibt eine Autobahn. Es gibt hier die Bundesstraße, die wir fahren, die aber auch sehr viele Schlaglöcher innen drin hat. Also. Und es gibt viele Strecken und Straßenabschnitte, wo auch Allrad notwendig ist. Also es kommt immer darauf an, wo wir hin. Wenn man jetzt bloß wie hier die Heerstraße entlang fahren will, reicht ein normales Auto. Möchte man aber zum Beispiel Richtung Zwanetien unterwegs sein, dort in den Bergen, ist dann schon ein Allrad von Vorteil, beziehungsweise schon fast Pflicht. Ja, das ist vielleicht ganz kurz zu den Autofahrten. Wie gesagt, man sollte keine Angst mitbringen, wenn man Auto fährt hier, und sich ganz schnell auch daran gewöhnen. Was man sich nicht erschrecken darf, ist das Gehupe. Also oft wird gehupt. Man braucht, ich denke, man hat selber was falsch gemacht und Leute bereuen und tun einen irgendwo darauf aufmerksam machen. Sondern es hupen halt oft eine Bedeutung, wie zum Beispiel Achtung, ich überhole jetzt. Oder hier zum Beispiel an der Strecke, jetzt hat es noch keiner gehupt. Das sind ja Rumänier. Aber hier wird auch auf engen Strecken einfach überholt, auch wenn man nicht viel sieht. Hupen heißt also ein Stück, Bahnspiel ein kleines Stück rüber, ich möchte jetzt überholen und es gibt dann hier. Macht man das auch, also fährt ein Stück rüber, also braucht nicht anhalten, man macht da immer bis Platz für denjenigen, der vorbei möchte. Hupen bedeutet auch so viel wie Danke sagen. Hupen bedeutet aufmerksam machen, den anderen Schupe. Und dann winke ich aus dem Fenster, heißt, komm, du kannst überholen, die Straße ist frei. Also es gibt verschiedene Bedeutungen vom Hupen hier. Und es ist ungewohnt, ja, aber man kann sich ganz schnell dran gewöhnen. Man sollte allerdings, das Einzige, was man meiden sollte, wäre der Rush-Hour in der Hauptstadt. Also früh, wenn die Leute auf Arbeit fahren oder nachmittags, wenn sie zurückkommen.
weil das ist die Stadt, die rammelte voll. So, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein zu dem Fahren in Georgien. Wie gesagt, Regeln sind optional. So, ich bin jetzt hier am Balkon des Kaukasus, nenne ich ihn zumindest immer. Und hier sieht man auch sehr, ist hier die Geschichte. Und ich sag mal, hier dran sieht man auch, wie sehr auch Georgien sich verändert und mehr Touristen kommen. Wenn ich das anschaue, wo ich vor 11 Jahren hier war, sah es ganz anders aus. Halb zusammengefallen, kaum Leute hier. Und dieses Mal, wenn ich jetzt hier war, jedes Mal war immer mehr Leute los. Ich befinde mich hier am Dschwari-Pass, dem höchsten Stelle des, der georgischen Heerstraße auf 2395 Meter Höhe. Hier stand früher mal eine alte Kirche. Und hier drüben befindet sich ein alter deutscher Friedhof von Kriegsgefangenen, die hier waren. Hier oben Kriegsgefangene, Opfer des Zweiten Weltkrieges. Die Kirche gleich gegenüber von Kasbeck und Otzweri und den weiteren Berge. Die Gergedi Dreifaltigkeitskirche liegt auf einem Hügel oberhalb des Ortes Gergedi, beziehungsweise der nächstgrößere Ort, der bekannter ist, ist Stephansminder oder auch Kasbeki genannt. Die Kirche selbst stammt aus dem 14. Jahrhundert und dient seitdem als ein Zentrum des religiösen Glaubens. Aber nicht nur als religiöses Zentrum ist die Kirche bekannt, sondern auch erfreut sich immer mehr der Beliebtheit der Touristen. Selbst während der Sowjetzeit, als die Religionsausübung zum Teil untersagt worden ist, kamen immer wieder Touristen zu diesem Ort. Seit Dezember 2018 führt eine wunderbar gut befahrene Straße zu diesem Ort. Früher konnte man den Ort nur erlaufen, ungefähr eine anderthalb Stunden Fußweg von Stephansminder oder mit Allrad dorthin fahren. Von hier oben hat man einen herrlichen Ausblick auf die Stadt Stephansminder, die auch immer wächst, vor allem an den Hotels, weil dieser Ort immer beliebter wird als Ausgangspunkt für verschiedene Wanderungen in der Region. Hier unten geht man auch die Straße lang, hier rüber geht es nach Russland und hier rüber in die Richtung dann zurück geht sie in die Hauptstadt Tiflis. An schönen Tagen hat man eine herrliche Aussicht auf den Berg Kasbek mit seinen 5047 Meter Höhe. Der Kasbek ist bekannt aus der griechischen Mythologie. Prometheus, der den Menschen das Feuer gebracht hat, wurde zur Strafe von Zeus an diesem Berg gekettet. Heute erfreut sich dieser Berg nicht nur der herrlichen Landschaft, sondern auch der vielen Wanderer und Bergsteiger, die versuchen, diesen Gipfel innerhalb weniger Tage zu erklimmen. So, hallo. Heute eine kleine Wanderung. Und zwar in der Nähe von Stephansminder und der Grenze zu Russland an der georgischen Heerstraße. Gibt es den Ort Kvileti und dort stellt man sein Auto ab und dann ist es ungefähr 4-5 Kilometer Wanderung zu den Kvileti Wasserfällen. Es gibt da einen großen und einen kleinen Wasserfall, also der große ist sehenswert, der kleine man hat ihn gesehen, genau, und da wandern wir jetzt hin. Wir müssen mal hier umdrehen. Das ist der Weg.
von dort hinten liegt ungefähr Stephansminder. Auf der anderen Seite, dort hinten, hinter den Bergen, liegt auch schon Russland. Hier vorne steht ein Schild, da ist gleich da, Ikredebar, heißt also zu verkaufen. Also wer möchte, kann sich hier ein herrliches Stück Land kaufen. So, wenn man jetzt hier drüben reingeht, hier rechts rum geht dann, dort geht es zum großen Wasserfall und dann links hinter geht es zum kleinen Wasserfall. Zum großen Wasserfall läuft man ungefähr eine halbe Stunde, 45 Minuten wahrscheinlich. Zum kleinen Wasserfall etwas kürzer, dann nur ungefähr 10 Minuten. So, bis hierhin sind früher immer die Taxis gefahren, die Geländewagen, die man sich in Stephansminder mieten konnte. Oder mieten konnte. Die Taxis, die man dort arrangieren konnte. Und die haben wir früher bis hierhin gebracht, aber die Straße ist mittlerweile sehr schlecht geworden. Also unten, wo wir auch unser Auto geparkt haben, dort ist jetzt der Beginn. Hier ist jetzt der Abzweig. Kann man es zeigen. Wie man sagt, 25 Minuten ungefähr bis zur Hauptstraße, dort wo wir reingekommen sind. Der kleine Wasserfall liegt hier um die Kurve rum, da hinten. Und wir laufen jetzt den Weg hier rein. Und zwar zum großen Wasserfall. Nochmal mit 20 Minuten angegeben. Über eine schöne Brücke, eine sehr farbenfrohe Brücke, geht auch unter dem Pfad. Damit sind wir aber auch schon am Ende der Sendung. Ich hoffe, es war informativ, hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt Kommentare, wenn ihr irgendwas noch mehr wissen wollt oder wenn ihr was ausführlicher bringen soll über Georgien. Denn ich bin auch nicht das letzte Mal hier. Es geht dann nach Hause und dann in 6 Wochen, 7 Wochen geht es wahrscheinlich nochmal hierher, um wieder etwas wandern zu gehen. Also, macht's schön gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!